Servus, ich begrüße dich zum ersten Vitamin Bäre Podcast überhaupt. Ich bin tierisch nervös. Vielleicht hörst du die Schritte im Hintergrund. Ich tigere hier gerade durch eine Wiese, während ich das aufnehme. Ja, der erste Podcast bzw. die erste Episode wird wahrscheinlich noch an allen Ecken und Kanten haken. Ich weiß nicht, ob die Tonqualität stimmen wird, ob man eventuell die Windgeräusche zu sehr hört, beziehungsweise wie viele Versprecher oder Nuscheln, ich bin Sachse, man hört. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, beziehungsweise mir. Und ich gelobe natürlich für die nächsten Episoden auf jeden Fall Verbesserung. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Kandel, blicke über die Vogesen, Elsass, dem Feldberg bis zu den Alpen. Wir haben brüllend heißes Wetter. Es ist 30 Grad. Der Wind ist quasi wie ein Föhn. Kaum Wolken und einfach sensationelles Wetter. Das meinen hier auch die ungefähr 30 Paarkleider, die hier in der Luft sind und die Thermik nutzen. Ich warte jetzt gerade auf den Florian Schupp von abenteuersüchtig.de. Und wir werden dann eine Runde drehen hier um den Kandel herum. Und danach werde ich ihm noch einige Fragen stellen. Während ich hier gerade das aufnehme und bestimmt schon die sechste Aufnahme mache, kommt der Florian gerade. Dann gehe ich mal durch die Wiese zu ihm. Und ja, dann rennen wir los und nach dem Lauf hören wir dann mehr von ihm. Bis dann. So. Jetzt haben wir es geschafft, Florian bei mir. Wir sind gerade unsere 12 Kilometer mit 700 Höhenmetern rund um den Kandel gelaufen. Ich bin ein bisschen eingebrochen, weil 30 Grad ist nicht mein Ding. Ich freue mich, herzlich willkommen Florian. Servus Robert. Mein erster Gast im Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben uns letztes Jahr bei der Zugspitz Ultra Trail kennengelernt. Zugspitz Ultra Trail, genau, Super Trail, um genau zu sein. Genau. Du bist, wie ist es dir da gegangen? Ja, mir ging es super beim Super Trail. Wir haben ja dann rausgefunden, dass wir sogar noch in der gleichen Pension gewohnt haben. Genau. So gesehen, alles in allem war ein super Event, mein erster Ultra und tolle Erfahrung. Ja, du bist jetzt seit Anfang des Jahres hier in Freiburg. Warst du noch nie auf dem Kandel? Wie bist du denn hierher gekommen? Ja. Oder warum? Warum bin ich nach Freiburg gekommen? Also, Freiburg deswegen, weil ich eigentlich immer mehr Richtung Süden wollte. Hatte Freiburg aber allerdings nie so richtig auf dem Schirm. Ursprünglich wollte ich beruflich wechseln aus Mainz Richtung München oder Augsburg, Rosenheimer Gegend. Also mehr wieder Richtung Süden mich orientieren in den letzten 2-3 Jahren. Und Freiburg hatte ich nie so richtig auf dem Schirm. Irgendwann hat mich ein Freund angeschrieben und gemeint, hey, hier gibt es eine interessante Stelle im Uniklinikum in Freiburg. Bewerb dich doch mal, passt du perfekt drauf. Und haben mir gedacht, naja, schaust das mal an. War irgendeine Stelle als Projektmanager. Hat super, super geklungen. Ich einfach meine Bewerbung losgeschickt. Und es hat dann geklappt. Und nach knapp 6 Jahren bin ich dann doch wieder aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Mainz, um genau zu sein, weggekommen und dann doch wieder in die Richtung meiner geliebten Berge, sodass ich nicht mehr an den Wochenenden 500 Kilometer Auto fahren musste, um irgendwie ein bisschen Felskontakt zu spüren, sondern vielleicht jetzt nur noch 50 bis 100 Kilometer fahren muss, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, aber im Endeffekt habe ich jetzt das perfekte Trainingsgelände hier in Freiburg vor der Haustür. Und wo kommst du eigentlich her? Ursprünglich komme ich aus Nürnberg, bin gebürtiger Franke, bin da auch aufgewachsen, habe da studiert, habe da auch durch meine Eltern die Berge kennengelernt, weil ich, seitdem ich ein einjähriges Kind bin, waren wir eigentlich nur in den Bergen unterwegs, verschiedene Arten Wandern, Klettersteige später, Weitwanderungen, München, Venedig sind mir gelaufen, die Tour de Mont Blanc sind mir gelaufen.
Also ich bin quasi mit den Bergen aufgewachsen. Von Nürnberg war das nicht ganz so weit. Da war man ziemlich schnell im Gebiet um Garmisch rum und auch in den österreichischen Alpen, sodass ich die verhältnismäßig gut kenne. Die Westalpen und die Schweizer Alpen habe ich jetzt in den letzten 3 bis 4 Jahren tatsächlich erst wieder für mich entdeckt. Was macht denn der Reiz aus gegenüber, jetzt sagen wir, Mittelgebirge? Mainz hat ja jetzt so eine gut Taunus vor der Tür. Jetzt bist du hier, wir sind hier, da drüben ist der Kandel, auf 1200 Meter. Da hinten sieht man vielleicht noch so ein bisschen die Alpen. Was ist der Unterschied? Ja, du hast es gerade schon schön gezeigt. Also Mittelgebirge hier ist, glaube ich, die Perspektive genau die richtige. Wir sehen erst das höchste Mittelgebirge Deutschlands hier mit dem Schwarzwald vor uns und im Hintergrund die Alpen. Das ist natürlich die optimale Kombination. Prinzipiell das Mittelgebirge ist natürlich ein super Gelände, auch um zu trainieren, um auch gemütlich wandern zu gehen. Viele Wälder, auch tolle Wälder. Ich kann in dem Mittelgebirge sehe ich doch noch etwas mehr, gerade in den bewaldeten Regionen, die Jahreszeiten. Ich kann beobachten, wenn es ist immer wieder schön, wenn der Winter den Wald verlässt und die ersten Blumen sprießen und man läuft da durch und die Sonnenstrahlen kommen noch sehr gut durch den Baum durch. Und im Sommer ist es dann wie heute vielleicht jetzt doch etwas zu heiß, um zu laufen. Und im Herbst ist natürlich für mich eigentlich fast die schönste Zeit, gerade in den Mittelgebirgen, wenn die Wälder bunt sind, doch wieder auch so ein bisschen eine kalte, kältere Brise weht, aber dennoch noch ein goldener Oktober, eine schöne Sonne da ist. Also so gesehen, tolle Gegend. Die Alpen sind für mich natürlich einfach eine Herausforderung. Ich gehe auch Hochtouren. Ich bin also auch jenseits der 3.000 bis 4.000 Meter Marke unterwegs. Sodass für mich einfach die Alpen auch eine bergsteigertechnische Herausforderung sind. Und natürlich das, was ich im Mittelgebirge mir antrainiere, dann hoffe auf größeren Projekten in den Alpen umsetzen zu können. Bis jetzt funktioniert es ja auch meistens ganz gut. Also machst du quasi nicht nur Wandern oder gut jetzt Trailrunning, sondern gehst auch wirklich mit Seil und Partner Pickel. Genau, mit der vollen Bergsteigerausrüstung, teilweise mit einem Eispickel und manchmal auch mit 2 Eisgeräten und Seil und Eisschrauben und dem ganzen Klettergedöns, was da dazugehört, bin ich bei allen Spielarten des Bergsteigens unterwegs, ob es alpine Klettertouren sind, Hochtouren, kombinierte Touren, also wo man quasi Fels- und Eiskontakt hat. Und da kommt mir natürlich das Trailrunning zugute, weil ich da meine Grundlagenkondition und auch meine Schnellkraft aufbaue und trainiere, dass ich eben auch auf solchen Touren, den Touren gewachsen bin und die nötige Kondition habe. Und die in den Alpen oder beim Bergsteigen ist auch immer Geschwindigkeit eine Form von Sicherheit. Und umso schneller ich bin, umso schneller bin ich auch aus den gefährlichen Zonen wieder heraus. Und das ist natürlich auch eine Form, wie man sich schützen kann, dass eben wenig passiert. Ganz das Risiko ausschließen kann man natürlich nie beim Bergsteigen. Was war da so das Krasseste, was du erlebt hast, irgendwo bei einer Tour? Meinst du jetzt das Krasseste Positive oder das Krasseste Negative? So war das auch. Sag mal, du hast jetzt gerade von sehr hoch gesprochen. Ich sag mal, ich bin jetzt nicht ganz schwindelfrei. Für mich kommt sowas fast nicht in Frage, zumindest zur Zeit. Für mich wäre quasi schon am Seil angebunden zu sein und dann irgendwo 800 Meter über einer Wand zu hängen, nichts. Also in der Tat habe ich sowas Ähnliches schon gemacht. Zum Beispiel war ich eine meiner sicherlich für mich, auch wenn es ja eine anspruchsvolle Klettertour ist, aber jetzt richtig in der Alp erfahrene Kletterer würden sie vielleicht jetzt nicht mehr als top anspruchsvoll bezeichnen, aber ich bin mal in Salbitz Südgrat gegangen. Wo ist das? Das ist im Salbitz Zentralschweiz bei Andermatt, da bei Göschenen. Und dann bin ich mit meinem Bloggerkollegen, mit dem Dennis gegangen. Es sind 23 Seillängen und man geht einen tollen Granitgrat erst hoch auf den Grat und dann traversiert man quasi in verschiedenen Schwierigkeitsgraden diesen Grat entlang beim Klettern in der Mehrseillängentour. Und da geht es dann doch, teilweise ist der Grat echt ganz schmal oben, sodass man mit den einen Hand auf der linken Seite ist und mit den Füßen auf der rechten Seite der Gratkante und zwischen den Beinen geht es halt auf der einen Seite irgendwie 400 Meter runter, auf der anderen 500 oder 600 Meter. Sodass das schon sehr ausgesetzt ist und es war eine tolle Tour, weil es ist wunderschöner Granit zum Klettern, aber es war schon auch für uns beide eine große Herausforderung, weil wir ja Mehrseillängen-klettertechnisch
damals, war man gerade 2-3 Jahre so richtig in den Alpen auch zum Klettern unterwegs. Und da war das schon eine Hausnummer für uns. Und ja, wir haben auch dann 9 Stunden Kletterzeit investiert. Mit Auf- und Abstieg war es eine 15-Stunden-Tour. Bis dato auch meine längste Tour dann. Sodass das sicherlich ein sehr intensives Erlebnis für mich war. Und andere Erlebnisse gab es dann auch beim Hochtourengehen. Also gerade wenn es hochgeht. Letztes Jahr war ich das erste Mal auf dem Mont Blanc. Das war für mich so das große Highlight, weil ich mir vor 5 Jahren, als ich so richtig wieder die Berge entdeckt habe, oder letztes Jahr war es vor 5 Jahren, damals gesagt habe, um genau zu sein, 2009, gesagt habe, irgendwie in 5 Jahren willst du es selbstständig schaffen, auf den Mont Blanc zu gehen, ohne irgendwelche Bergführer oder Führer, und dir das Wissen sukzessive bis dahin aufbauen und die Technik. Und das ist gelungen, und letztes Jahr stand ich bei traumhaftem Wetter und fast alleine oder eigentlich alleine auf dem Mont Blanc, weil der Normalweg war wegen Steinschlag gesperrt. Also es waren fast keine Bergführer am Berg unterwegs und damit auch keine Kunden. Und wir waren tatsächlich fast die einzige Seilschaft, und es war ein traumhaftes Erlebnis. Gibt es davon ein Foto? Natürlich, auf unserem Blog zum Beispiel. Das Foto kriegst du auch. Sehr gut. Das Gipfelfoto. Das würde ich gerne sehen. Nein. Und du hast ja schon gesagt, Trailrunning, da bereitest du dich so ein bisschen vor, aber beim Trailrunning geht es ja doch eher ums Rennen, ums Laufen. Klar kann es auch mal technisch sein, aber Klettern ist doch was anderes. Gehst du hier im jetzt bist du in Freiburg, auch da klettern, und erlebst du das? Ist Indoor-Klettern das gleiche wie jetzt wirklich am Fels? Also ich habe das schon von Boulderern gehört, die sagen, Indoor-Klettern ist nicht das gleiche wie das, was du machst, wenn du wirklich draußen am Stein hängst. Also es ist schon so. Also in der Boulderhalle und auch in Kletterhallen habe ich natürlich meine absolut vorgegebenen Routen. Das sind die Griffe farblich markiert, meistens durch die verschiedenen Farben. Und ich benutze ja dann immer nur eine Farbe, sind meine Schwierigkeiten definiert. Und ich habe natürlich optimale Sicherungen, alle 1,5 Meter spätestens mal in Kletter- oder war eigentlich früher schon in der niedrigeren Höhen, ist alles auch genormt und vorgegeben, habe ich da meine Zwischensicherung, die werden jährlich bzw. monatlich oder in regelmäßigen Abständen, um das genau zu sagen, überprüft. Also ich kann mich total verlassen. Draußen ist es schon was anderes. Also ich habe draußen einfach die Natur, und die Natur ist einfach immer eine Herausforderung. Also ich glaube, wir Menschen schaffen es einfach nicht, die Natur zu beherrschen. Ist auch gar nicht das Ziel. Und die Natur müssen wir einfach so akzeptieren, was sie uns vorgibt. Und da gehört beim Außenklettern gehört halt noch viel mehr dazu als nur die Klettertechnisch. Technisch muss man natürlich der Route gewachsen sein, aber prinzipiell muss ich natürlich beim Außenklettern auch noch einschätzen, hält jetzt der Haken, ist der vielleicht innen verrostet, das sehe ich nicht rein, ist der Fels stabil, muss vielleicht mal ab und zu dagegen schlagen, muss auch so ein bisschen gucken, wie ist mein Seilverlauf, muss ich vielleicht meine Sicherung gerade in den Alpen bei alpinen Klettereien dann auch selbst legen. Das ist viel komplexer. So gesehen kann man es für mich nur bedingt vergleichen. Also in der Halle und beim Bouldern, da trainiere ich für eben die Außenprojekte, um quasi, dass ich außen mich auf meine körperliche Verfassung und die Form verlassen kann, sodass ich das ausblenden kann, dass ich weiß, ich bin fit, wenn ich in die Tour einsteige, und mich eben um die anderen Gegebenheiten, die mir quasi die Natur gibt, eher darauf konzentrieren kann und mich auf meinen Körper verlassen kann. Was macht mehr Spaß? Außenklettern natürlich. Okay. Wer ist von uns nicht gerne an der Natur? Genau. Also ich bin auch eher Draußenläufer als jetzt im Fitnessstudio. Hör mir auf, Laufband laufen. Laufband. Dreimal im Leben gemacht, nie wieder. Das ist so ein bisschen das moderne Hamsterrad. Ja. Genau. Du hast ja, du bist von München nach Venedig mit deinen Eltern. Genau. Wann war das? Da war ich, jetzt lass mich kurz nachdenken, da war ich 13 und 14. Wir haben das aufgeteilt in den Sommerferien. Wir sind immer 2 Wochen gelaufen, und dann hatten wir meistens noch, kam sich so im Teenie-Alter, waren wir ja jetzt nicht so begeistert mit dem Wandern. Da war dann immer der Kompromiss, wir machen noch eine Woche Gardasee-Urlaub oder so. Und da gab es dann das leckere Eis. Genau, da gab es dann das leckere Eis und die Pizza und ein bisschen Wasser und Tretboot fahren und das, was man halt dann so ein bisschen als Teenie auch wollte. Und vorher sind wir halt dann 2 Wochen gewandert, und wir haben das in, da war ich 13 und 14, wann war das dann? Ich bin 83 geboren, jetzt müsste man Kopf rechnen können, gell? 97 und 98
14. Ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Oder also schon ein hartes Teenageralter. Oder 96 und 97, genau, ja. Um das so, genau. Wird nicht besser. Wird nicht besser, gell? Nee, aber schon im harten Teenageralter, aber ja. In dem Moment fand ich es so lala, sag ich mal. Im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich meinen Eltern total dankbar. Und warum? Denk heute noch daran, an die Touren. Weil irgendwie, warum, ist eine interessante und gute Frage. Da denkt man eigentlich viel zu wenig drüber nach. Aber so nach Jahren, muss ich sagen, bin ich ihnen dankbar deswegen, weil ich doch auch irgendwie auf diesen Touren Selbstvertrauen in mich gefunden habe. Als Teenie ist es ja jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Man lernt auch allein zu sein. Man läuft da einfach teilweise am Tag 8 oder 10 Stunden schon auch bei manchen Tourenetappen vor sich hin. Und jeder läuft so sein Tempo und dann denkt man halt doch viel nach. Ich glaube, in der Zeit habe ich wahnsinnig viel Fantasie entwickelt. Also was ich mir da, ich hätte, manchmal denke ich mir im Nachhinein, ich hätte diese ganzen Geschichten, die ich dann mir an diesen Tagen ausgedacht habe, um direkt in den Blog aufschreiben sollen, direkt in den Blog, hat man früher noch nicht gemacht, aber das wären die tollsten, da ist noch Tagebuch. Das wären die tollsten Geschichten gewesen. Tagebuch habe ich angefangen zu schreiben, aber ich habe mir tatsächlich viel ausgemalt um die Zeit, wie auch viele Marathonläufer oder Ultramarathonläufer machen. Man denkt halt irgendwie sich was aus, um die Zeit rumzukriegen, weil sonst kriegt man manchmal die Krise und ja. Ja, es hat Fantasie gelehrt, ich habe Selbstvertrauen in mich gelernt, ich habe mich gefunden, ich habe herausgefunden, dass man doch eigentlich als kleiner Mensch in der Natur doch verdammt viel erreichen kann, wenn man einfach mal losläuft und einen Fuß vor den anderen setzt. Man kommt meistens dann doch irgendwie recht weit. Fasziniert mich heute auch immer noch, wenn ich irgendwie im Tal stehe und auf den 4000er gucke und loslaufe und 8 Stunden später stehe ich auf dem Gipfel und denke mir so, hättest du nicht gedacht, dass du jetzt irgendwie da heute noch drauf stehst. Also ich muss ehrlich sagen, das ist schon faszinierend. Du bist ja, oder du hast ja mit 2 Freunden zusammen deinen Blog abenteuersüchtig.de, werde ich auch verlinken. Jetzt hast du gesagt, du hättest damals eigentlich schon mit dem Tagebuch anfangen können. Ist das quasi so die Reinkarnation von dem Gedanken von damals? Oder was war die Intention zu dem Blog? Nicht ganz. Also ich habe tatsächlich auch damals schon ein bisschen Tagebuch geschrieben, aber die Intention von dem Blog war wiederum eine ganz andere. Das Bloggen habe ich eigentlich wie viele von uns, glaube ich, von unseren Bloggern, das ist jetzt professioneller geworden, aber viele einfach hobbymäßig angefangen, und zwar 2008, als ich nach dem Studium mit meinem besten Freund damals nach Südostasien auf eine Rucksacktour gegangen bin. War so mein großer Traum, nach dem Studium mal 3 Monate durch Südostasien zu reisen, und das hat sich da ergeben. Und ja, dann war so die Frage, wie informiert man denn die Familie und die Freunde, wenn man da so gerade, es ging auch über Weihnachten und Silvester, und ja, wenn man da halt unterwegs ist. Und dann haben wir uns entschlossen, naja, okay, E-Mail schreiben ist immer so ein bisschen doof, weil da hast du deinen großen E-Mail-Verteiler und belästigst quasi die Leute, indem du irgendwie von deinen tollen Geschichten schreibst, und vielleicht willst du ja irgendwie die Hälfte gar nicht lesen, weil es im Weihnachtsstress ist oder sich denkt, was sind das für Deppen, ich hocke hier in der Kälte und die schreiben von Sonne, Spaß, tollen Frauen, ja. Bier und toller buddhistischer Kultur, und man sitzt da irgendwie im kalten Deutschland, im siffigen November, es regnet nicht nur, also ja, und dann habe ich gesagt, naja, lass doch einen Blog aufsetzen, können wir einfach drauf schreiben, können wir Bilder hochladen, kann jeder drauf gucken, wenn er selbst will, und wenn er nicht will, muss er nicht drauf gucken. Oh. Und so fing das Bloggen an, und ich habe das dann auf meinen Reisen, später in 2010 war ich dann nochmal in China und dann auch in Laos und Thailand nochmal danach, habe viel Asien bereist, habe ich das immer so ein bisschen auch als Tagebuch für mich, aber auch für andere fortgeführt. Und nachdem ich dann in Mainz mit Dennis auch einen professionelleren ITler kennenlernen konnte, war dann eigentlich die logische Konsequenz, dass man eben das mal neu aufsetzt und professionellere Strukturen draufpackt und vielleicht auch mal schaut, dass man aus diesem Blog ein bisschen mehr macht, außer ein kleines Reisetagebuch. Und so kam es, dass wir dann tatsächlich dann vermehrt über Klettern und Bergsteigen geschrieben haben. Und da sind, wo wir jetzt heute sind. Und die beiden, die sind aber eher, also Paragliding hattest du gesagt und Skitouren. Ja, genau, jein. Also nicht so die Läufer einfach, sondern genau, der Läufer, es gibt noch was anderes am Berg. Genau, der Läufer unter uns bin definitiv, also der größte Läufer bin definitiv ich. Wir teilen uns so ein bisschen auf. Also Dennis habe ich in Mainz beim Klettern kennengelernt, in der DAV-Halle.
und haben uns sofort super verstanden, waren auf einer Wellenlänge und waren dann viel zusammen klettern. Und er war dann auch mit mir das erste Mal in den Bergen. Also er ist tatsächlich jemand, der bis 2011 kaum in den Bergen war oder gar nicht in den Bergen war. Ist da nicht so familiär geprägt. Und ja, ihm hat es sofort super getaugt und er ist ein sehr starker Kletterer. Also er ist definitiv, klettert stärker als ich und er klettert auch in den alpinen Touren, die wir steigen, steigt er auch immer die schwierigen Teile vor und kriegt auch manchmal eher dann den Rucksack als ich. aber dafür bin ich im Laufen dann der Stärkere. Wir ergänzen uns also bei unseren Touren echt eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, so kam es dann. Wir waren dann zusammen viel auf Tour. Er hat dann auch, also ich habe schon Hochtouren früher angefangen. Er hat dann auch einen Eiskurs gemacht, weil ich ihn dann angesteckt habe. Und so kam es dann, dass er auch eher mit mir, wie gesagt, letztes Jahr dann auch auf Mont Blanc zusammenstand. Und ja, und der Robert kam jetzt erst vor kurzem dazu, Ende letzten Jahres, haben wir auch ein guter Freund von uns, er, den wir auch durchs Klettern kennen. Er ist aber viel mehr in dem Luftsportsegment unterwegs, ist auch Trainer fürs Fallschirmspringen mittlerweile, Ausbilder. Und ja, und da haben wir rumgesponnen irgendwann mal auf dem Weihnachtsmarkt oder als wir im Auto besser gesagt saßen zum Canyoning, um genau zu sein, das war im Oktober, haben wir rumgesponnen und gesagt, hey, eigentlich fehlt so das Luftsport-Segment noch und abenteuersüchtig, Luftsport, Paragliden. Er hat dann von Basejumps erzählt und von Wingsuit-Fliegen und so. Da haben wir gedacht, ey Robert, das passt doch eigentlich perfekt zu unserem Blog und es würde nochmal eine andere Sparte erklären. Hast du nicht Bock, auch ab und zu mal was zu schreiben? Und dann hat er gesagt, ja klar. Und Robert ist auch ein sehr, sehr guter, also ist beim Fallschirmspringen, filmt er auch viel und ist ein guter Kameramann. Sodass da auch noch so ein bisschen die Videosequenz jetzt mit abgedeckt wurde, die dem Dennis und mir so ein bisschen gefehlt hat. Und dann haben wir gesagt, hey, passt perfekt, schreibst du ab sofort mit uns. Und jetzt hat er so seine, in den letzten paar Monaten seine ersten Artikel veröffentlicht. Und ich weiß, dass er an diversen Videos im Moment dran ist. Da ist noch einiges zu erwarten, was auch Bildstärke hat. Da bin ich ja gespannt. Das wäre jetzt so überhaupt nichts für mich. Ja. Ja, es ist auch, also für mich ist es auch, hat man einen Tandem-Fallschirmsprung mit das geilste Erlebnis in meinem Leben. Aber selbst da rauszuhupfen, auch die ganzen Kosten und Ausrüstungen und also da braucht man definitiv ein paar Cent Kleingeld. Eier in den Hosen. Und Eier in den Hosen sowieso. Also was er da teilweise von Basejumps erzählt hat, wobei die macht er auch nicht mehr, sagt, das Risiko ist ihm dann doch zu hoch, ja, weil man keine Sicherheitsreserve hat mehr. Das ist dann schon, ja, da denke ich mir schon manchmal, nee, gehst du lieber klettern und bergsteigen. Genau. Oder halt laufen. Oder laufen, genau. Das Spannende ist ja, also du hast mich ja vor uns schon etwas abgezogen, muss ich ehrlich sagen, während ich wirklich naja, nur berghoch, weil du kein Saunaläufer bist. Ja, berghoch doch etwas abgekackt bin. Wir haben ja eine gemeinsame Trainerin, die ja. Julia Böttcher-Drehschnittchen. Grüße hier. Genau. Du bereitest dich jetzt gerade auf die Zugspitz Trail Run Challenge. Das sind 42 Kilometer von Ehrwald über den Huckel und dann nochmal runter und mit 4.500 Höhenmetern insgesamt oder 4.000. 4.000 dann auf die Zugspitze, auf die Zugspitze hoch. Ja, genau. Wie steht's denn da aktuell? Vor uns, das sah nicht schlecht aus. Aber reicht das? Das weiß ich noch nicht. Ich hatte noch keinen so richtigen Test. Naja, in den letzten Wochen hatte ich schon ab und zu mal einen Test und habe ihn einmal 2000 Höhenmeter gelaufen. Das lief ganz gut. Mit 22 Kilometern habe mir da viel Zeit gelassen. Habe mir dann zwar auch die Frage gestellt, könntest du das Gleiche jetzt nochmal laufen? Weil das wäre dann ungefähr die Distanz, die ich zusammen hatte. Ich musste dann erstmal zwei Bier tief schauen und mir denken, naja, ich glaube, ein bisschen zart wird es schon. Aber im Endeffekt, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg und die Julia unterstützt mich da ja auch prächtig mit ihrer Trainingsplanung, die ich jetzt seit kurzem aufgrund deiner Empfehlung, danke nochmal an der Stelle, habe und die Zusammenarbeit bis jetzt echt super ist und ich glaube, dass das ein guter Weg ist und wir werden sehen am 23. Juli, wie es kann ich dir dann abends mehr sagen, wie es ausgeschaut hat. Ich werde dir aus dem Stubaital die Daumen drücken. Genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen, das passiert. Dein längster Lauf war letztes Jahr der Supertrail an der Zugspitze mit 63. Genau. Gab es da irgendwo einen Moment, wo du quasi das in den Bergen laufen oder das Bergen sein gehasst hast? Also
Auf der Straße redet man ja immer von dem Mann mit dem Hammer. Im Trailrunning, im Ultra-Trail-Bereich, da sind das schon wahrscheinlich ganze Familien mit Hämmern. Das ist ein ganzer Vorschlaghammer. Es ist Vorschlaghammer, da ist eine ganze Baustelle, Presslufthammer und hast du nicht gesehen. Wann ist das bei dir eingetreten und wo denkst du, wird das, oder wie denkst du, dass du über diesen Punkt hinauskommst? Also, das ist natürlich auch bei mir eingetreten. Also es ist ja, tritt ja bei jedem Langstreckenläufer eigentlich ein, mehr oder weniger. Wer erfahren ist, kennt auch den Punkt. Also ich kannte es vom Straßenrennen, von meinen Halbmarathons beziehungsweise auch von meinem Marathon und dann auch von meinen langen Trainingseinheiten, wusste ich immer so, dass ich so bei 25, 28 Kilometern, da habe ich so mein erstes Motivationsloch, wo ich mir manchmal die Sinnfrage stelle. Das wird zwar besser, umso mehr erfahrener man wird und umso, bei mir ist immer sehr viel auch von der Landschaft abhängig. Wenn es einfach eine tolle Landschaft ist, dann denke ich mir, jetzt genießt du das einfach und dann habe ich das auch teilweise nicht. Und das, da kommen wir mit der Schleife auch wieder zur Zugspitze zurück. So richtig einen Mann mit dem Hammer hatte ich mal kurzzeitig oben am Scharnitzjoch. Das war aber ein bisschen auch mein Fehler, sag ich mal. Ich hätte es besser wissen können oder müssen. Es hat da letztes Jahr ordentlich geschneit. Wir waren genau, jetzt ist glaube ich die Kamera ausgegangen. Die Kamera ist kurz ausgegangen. Ich mache mal kurz einen Schnitt. Erzähl ruhig weiter. Wir waren da ja oben am Scharnitzjoch, du warst dabei, es hat ordentlich Schnee gegeben, 10 Zentimeter ungefähr, 5 bis 10 Zentimeter. Wir waren alle ziemlich durchnässt da oben und war aber mein erstes richtiges Berg-Trailrun-Event. Ich meine, ich kann es vom Bergsteigen schon viel, aber mal mein erstes Rennen. Musste ich da oben natürlich haufenweise GoPro-Fotos machen, was dazu geführt hat, dass ich binnen 10 Minuten oder Viertelstunde, die ich dann da oben mir die Zeit genommen habe zum Fotos machen, extremst ausgekühlt bin. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ich dann auch ziemlich schnell in den Unterzuckerbereich gefallen bin, sodass ich dann die ersten paar Meter den Berg runter zwar halbwegs trittsicher war, aber tatsächlich echt ziemlich schlapp und dann musste ich mir da zwei Gels habe ich mir reingepfiffen und ein bisschen was zu trinken und dann ging es auch wieder. Das war so ein bisschen mein Fehler, habe ich daraus gelernt, selbst wenn es noch so schön ist und man durchnässt ist, bleibt man lieber nicht stehen. An sich sonst hatte ich natürlich mal so, also gerade bei der Zugspitze dann das Stück in der Mitte, wo dann ewig viel Forstwege kommen, die dann mehr oder weniger hochgehen. Du weißt nie, sollst du jetzt laufen oder gehst du jetzt lieber? Die Oberschenkel brennen schon ein bisschen. Brichst du ab, nimmst du einen Bus. Genau, du stellst dir dann dreimal die Sinnfrage, warum machst du den Scheiß eigentlich überhaupt? Was hat das überhaupt für einen Sinn? Und musst du dir selbst was beweisen oder musst du anderen was beweisen? Und im Endeffekt, ja, da habe ich mich schon manchmal gefragt, dachte ich mir schon, also irgendwie, jetzt würdest du dich einfach gerne am Rhein hocken und einfach aufhören. Aber man hat dann so seine kleinen Tricks und motiviert sich dann doch wieder und besinnt sich auf andere Sachen. Und ja, als ich dann an der Partnach Verpflegungsstation ankam, nach 40 Kilometern, da war dann auch meine Schwester und meine Mutter und mein bester Freund da oben. Und dann gab es da trockene Klamotten und das war so die Motivation und ab da ging es eigentlich, wusste ich, jetzt musst du nur noch diesen doofen Hügel zur Halbspitze hoch, den kriegst du jetzt auch hin und ab dann geht's runter und das runter ist sowieso meine Stärke und da, als ich dann oben war, wusste ich jetzt für mich, ich habe es geschafft, das Rennen ist gelaufen. Genau. Ich habe es geschafft und dann kam schon der erste Stolz im Downhill. Okay, bevor wir hier von den Mücken, Wespen und so weiter zerstochen werden, wir sitzen hier in der Wiese. Für alle, die, ich werde auch gucken, dass das Video, auch wenn es gerade ausgefallen ist, weil die Batterie alle ist, fürs nächste Mal dann neue Batterien einlegen. Du hast einen Blog, da werden dir wahrscheinlich tausende von Schuhen, von Jacken und so weiter zugeschanzt, die du testen kannst und so weiter. Aber was ist denn wirklich so das Gadget am Berg, wo du sagst, ohne das nie? Jetzt könnte ich natürlich sagen, geh nie ohne Kondome auf dem Berg. Nein. Zwei Hüttenabend. Genau, wer weiß, der eine Hüttenabend. Nein, das Gadget an sich
ohne dass ich tatsächlich nie auf den Berg gehe mittlerweile mehr, ist einfach eine gescheite Uhr. Also ich habe die Sundro Embit, jetzt ist hier auch wieder Schleichwerbung, Werbung, gell? Ist erlaubt. Die Embit 3 Peak. Wir machen das ganz, ganz penetrant offen. Genau. und das ist für mich eigentlich extrem wichtig. Also, warum? Weil ich in dieser Uhr eben Höhenmesser, ich habe einen Kompass, ich habe GPS drin und gerade beim Bergsteigen, beim Trailrunnen ist es schön, da kann ich immer genau, sagt mir meine Uhr, wie weit ich gelaufen bin und wie viel Höhenmeter, da bräuchte ich es jetzt nicht zwingend immer, außer ich verlaufe mich und könnte mich dann zumindest den Weg zurückorientieren, aber im Berg, beim Bergsteigen ist es natürlich extrem wichtig und ist auch eine Form von einer gewissen, in Anführungszeichen, Lebensversicherung. Gerade wenn ich irgendwie die Track-Funktion im GPS, dann habe ich sie auch immer, habe ich auch immer an. Gerade wenn ich auf dem Gletscher mal in den Nebel komme oder in den Whiteout und du siehst teilweise deine Hand vor deinem Gesicht nicht. Das kann in Bergen ganz schnell gehen. Ja. Wer öfter in den Bergen unterwegs ist, weiß, wie schnell so ein Wetterumschwung kommt, und wenn du da mittendrin bist, bringt dir die beste Wettervorhersage nicht. Es kommt manchmal anders, als dass man denkt. Es ist also nicht zwingend ein Planungsfehler, und dann hast du zumindest eine Möglichkeit, gerade auf dem Gletscher, wo haufenweise auch Spalten sind, dass du da, auch wenn es mühsam ist, mit der Track-Back-Funktion zum Beispiel wieder zu deiner sicheren Hütte oder zu deinem sicheren Stützpunkt findest. Da ist es zum Beispiel absolut, absolut wichtig. Ich sehe auch, wie hoch ich bin, dann kann ich auch damit eine Karte, okay, die ich auch immer dabei habe, gut einschätzen, wo ich ungefähr auf der Karte bin, und kann auch mich besser navigieren. Also für mich ist das tatsächlich mit eins der wichtigsten Gadgets, wenn du es so willst, abgesehen von vielleicht den ein oder anderen Fun-Gadgets. Also, kauft Uhren. Genau. Kann Leben retten. Letzte Frage. Dein Tipp gegen Bergweh. Du hast lange in Mainz gewohnt, warst jetzt nicht so für Berge und so weiter, sei es jetzt 1000 oder 2000 Höhenmeter, das ist eigentlich egal, aber dein Tipp gegen Bergweh, wenn du im Flachland wohnst und du bist eigentlich so ein Bergfex. Mein Tipp gegen Bergweh, das ist eine interessante Frage. Also erstens mal ist vielleicht ein Tipp, sucht euch eine Freundin oder einen Freund, je nachdem, in den Bergen. Dann lohnt sich die Wochenendbeziehung, ist gar kein Stress, ihr fahrt gerne zu demjenigen hin und es ist alles prächtig. Also will ich jetzt hier die Schweizerinnen und Österreicherinnen oder Österreicher und Schweizer vermarkten? Kann auch Kanada sein. Kann auch Kanada sein. Hauptsache wohnt in den Bergen. Hat man auch immer ein Dach über dem Kopf. Perfekt, nein. Und an sich sonst, was mir in Mainz auch sehr viel geholfen hat, ist, ich hatte tatsächlich des Öfteren Bergweh, aber auch gerade, wenn ich dann von der coolen Tour heimgekommen bin, dachte mir, jetzt bist du wieder so weit weg und bis du wieder in die Berge kommst und dann musst du wieder 600 Kilometer fahren, einfach für ein Wochenende, das ist wieder total Mist. Mein Tipp, wenn ihr nach Hause kommt, ihr könnt schon die nächste Tour planen. Das hat mir immer geholfen, wenn man sich schon so Gedanken macht, wo kann es wieder hingehen, ein bisschen träumen, Vorfreude ist immer mit bekanntlich die schönste Freude. Und so kann man auch dann wieder 3-4 Wochen überbrücken, bis man dann mal wieder ein Wochenende oder ein verlängertes Zeit findet, um doch wieder gen Süden zu fahren. Ja, dann vielen Dank, dass du heute hier in der ersten Show quasi dabei warst. Habe mich gefreut. Die Tour von heute, die werden wir definitiv bei Wetter, was mir etwas entgegenkommt, sprich bei Regen oder Schnee, nochmal wiederholen. Gerne. Und ja, viel Erfolg bei der Trailrun Challenge im Mitte Juli, 23. Juli war das. Genau. Ja, ich werde dann mal die Hörer auch auf dem Laufenden halten, ob das denn so alles geklappt hat oder nicht. Ja. Vielen Dank, Florian. Danke, Robert. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Bis bald. Das war's schon. Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin Berge Podcast dabei warst. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/1. Wenn dir Vitamin Berge gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung auf iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Berge Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.